Und damit herzlich willkommen bei Revis Kochstudio, meine Freunde. Viele haben sich, eigentlich hat sich niemand gewünscht, aber ich habe mir trotzdem gedacht, Leute, da Weihnachtszeit ist, ist es eventuell mal an der Zeit, gemeinsam etwas zu backen. Zu meiner Rechten befindet sich die wunderschöne Jodie Calussi. Hallo. Zu meiner Linken meine wunderschöne Cousine Jessie. Hi. Falls ihr sie noch nicht kennt, Leute, könnt ihr gerne mal in die Beschreibung gucken. Sie hat nämlich einen eigenen Foodblog auf Instagram. Guckt da gerne mal vorbei, der Link ist ganz oben das in der Beschreibung, alles Leute. Healthy und gegen. Healthy, keine Allergien, kein Hautausschlag. Gluten. Vegan, auch ein bisschen wenig Fett, was für coole gesund. Gibt's noch? Vegan, habe ich gesagt. Ja, haben wir schon gesagt. Okay, dann haben wir alles. Leute, wir werden jetzt gemeinsam ein kleines Battle veranstalten, Jodie und ich. Jessie ist quasi der Schiedsrichter letztendlich. Schiedsrichter und. Nein, sie ist die Hilfe. Schiedsrichter ist Ben hinter der Kamera. Hallo, Ben. Hallo. Hallo. Und wir werden jetzt gemeinsam zwei Plätzchenrezepte von Jessie backen, die auf ihrem Instagram-Profil zu finden sind. Also schaut da gerne mal vorbei. Wer jetzt nicht auf Instagram reinfolgt, ist ein Stück Scheiße. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mit dem ersten. Und zwar ist das erste, Leute, Butterplätzchen zum Ausstechen, Leute. Wir haben nämlich hier Keksformen und ganz viele Zutaten, die hier unten liegen. Und Jodie und ich werden das jetzt einfach versuchen, so gut wie wir können zu machen. Ich habe was anderes, oder? Jodie, Jodie macht nämlich Kokosmakronen. Ich mache Kokosmakronen. Glutenfreie. Er hat Kokosgluten. Nein, aber Mehl. Und die sind ohne Mehl. Oh, gut, ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, jetzt im Kokos da noch Mehl zu. Egal. Warum? Fangen wir einfach an, Leute. Jodie, bist du bereit für das große Battle zwischen uns beiden? Bereit. Hast du auch? Keine Ahnung, hab ich. Nee. Perfekt, dann fangen wir an. Jessie, womit starten wir? Nee. Du musst jetzt erstmal selber hier überlegen, ach so, was okay. Brauchst du überhaupt? Okay, was brauche ich überhaupt? Nee. Hä? Soll ich mir jetzt einfach. Okay, Butterplätzchen. Ich brauche Butter. Wow. Weizenmehl Typ 405, Leute, das ist das Beste, kann ich nur empfehlen, ja. Und den feinsten Zucker aus der besten Raffinade, das ist der ganz feine Zucker. Der ist zum Backen super, ne? Der ist super. Der ist super. Ich habe Ei. Ja. Ei brauche ich natürlich auch. Hier habe ich ja schon vorbereitet, Leute. Okay, ja. Aber mehr weiß ich nicht. Und ich weiß aber noch ein paar Sachen. Das hier ist noch was. Kokoschips. Und ich brauche auf jeden Fall noch den ganzen Verzierungskram. Also wir haben ja nochmal Schokolade, aber die brauchen wir später. Wir haben nämlich hier noch Kuvertüre und so ein Krams und so ganz viel Zuckerscheiß, den wir da oben drauf knallen können. Was ist das hier? Kann ich das auch benutzen? Das kannst du auch benutzen. Das ist ja, Karamell. Nice. Nee, du nicht. Du machst deinen Kokoskack da hinten. Nicht zu Hause nachmachen. Alle Zutaten mit den Knethaken des Mixers zu einem Teig verrührt werden. Was? Alle Zutaten müssen mit den Knethaken zu einem Teig verrührt werden. Hör auf! So, kann noch ein bisschen. Mach mal nicht so fett hier. Geh mal ein Stück zur Seite mit deinem. Schmie! Ist das dein Ernst? Ja, perfekt, machen wir aber. Was ist das? Ich hab's im Ohr. Ich hab's überall, im Auge. So, machen wir mal weiter, Leute. Die Grundmischung steht auf jeden Fall. Den Zucker aus meinem Ohr, soll ich den mit da reintun oder nicht? Das sind deine Plätzchen. Ja, also. So, was mache ich jetzt damit? Mann, Jessie. Ich brauch den Knethaken, oder? Der Ärger. Ja, das ist Karma. Ja, ich hab Backpulver in der Nase. Ja, das ist auch gut so. Ja, aber er hat sich nicht in die Hände genießt, ne? In den Ellenbogen. Aber ich wollte gleich mit dem Ellenbogen kneten, ungefähr so. Ich wollte den Teig jetzt nicht nehmen und dann schön mit meinem Bizeps passieren. Ey, der Mixer ist jetzt schon voll schwer hier drin zu bewegen. Soll ich meine Hände denn da reinpacken? Ja, so, jetzt musst du richtig mit den Händen durchkneten. Schaut euch das mal an, Leute. Ist es nicht schön? Und jetzt soll ich mit meinen Händen reingehen? Ja. Die er natürlich nicht vorher gewaschen hat. Natürlich nicht, ich war damit eben noch auf Klo. Mit groß. Den Händen? Ja, mit meinen Händen. Nimm die immer mit auf die Toilette. Schön. Soll ich den nicht rausholen, den Teig, oder macht man das nicht? Ich weiß es nicht. Nee, du machst den erstmal in der Schüssel fertig. Soll ich den fertig machen? Mach den fertig. Kleine Missgeburt von Teigmann. Fertig. Ich picke dich, Mann! Machen die beiden das denn gut? Deine fachmännische Meinung? Die machen das bis jetzt echt gut. Ich bin gespannt, wer hier gleich die Challenge gewinnt. Ich glaube, am Ende wird es darauf hinauslaufen, wer das schönere Ergebnis erzielt. Genau. Ich glaube, wir werden gucken. Wer ist kreativer im Gestalten? Mach ich das hier richtig oder nicht? Du machst es total. Gar keine Ahnung, wie man Sachen knetet. Oh, das ist ganz wichtig, Leute. Das ist der wichtigste Arbeitsschritt. Eigentlich mit Gefühl. Aber es geht auch so. Es fühlt sich gut an. So, Kinas, und jetzt machen wir ganz kurz was zwischendurch, denn die ganzen Teig
Geschichten und Kokosmakronen-Rummasse müssen auf jeden Fall jetzt erstmal im Kühlschrank ein bisschen ausruhen, ein bisschen relaxen. Genau. Deshalb, Leute, machen wir jetzt zusammen eine Schokolade. Aus schon fertiger Schokolade. Also eigentlich machen wir selber keine Schokolade. Wir machen selber keine Schokolade, aber wir toppen die selber. Das findet ihr bereits auf meinem Blog. Das habe ich gestern schon gepostet, das Rezept. Ist die denn auch ohne Laktose? Nein, die hier nicht, weil du machst ja gerne Vollmilch. Ja, richtig. Und das Rezept gestern, was ihr auf meinem Blog findet, ist mit veganer Schokolade. Also Leute, vergesst nicht, eat tolerant. Wer jetzt nicht auf Instagram reinfolgt, ist ein Stück Scheiße. Genau. Schaut auf Instagram vorbei, wirklich. Boah, guck mal Leute, hab ich schon mal jemals so schöne Schokolade? Och nein, jetzt ist sie runtergefallen. Scheiße, Alter. Mmh, unangenehm. Guck mal, wie ein Puzzle. Schaffst du das? Kannst du das wieder zusammenlegen? Ja, so. Ja, fertig. Ja, ich bin hochbegabt. So, und dann kommt das hier dran. Aber da fehlt nämlich ein Stück, weil, pass mal auf, Moment. Lass mich mal ganz kurz. Ja, ist sehr gut und sehr bio, die Schokolade. Okay, dann pack das jetzt mal am Backofen. Da fehlt ein Stück. Mach nichts. Da fehlt ein Stück, Jessie. Ist überhaupt kein Problem. Hast du das? Nimm dir noch eins. Nee, danke schön. Ich kann es ja leider nicht essen. Gegen Laktose. Deshalb eat tolerant. Wer jetzt nicht auf Instagram reinfolgt, ist ein Stück Scheiße. Gut, ich packe jetzt einfach den Backofen. Ja. Möchtest du das vielleicht filmen, Jodie, oder? Ach ja, na gut. Also der Backofen ist gerade auf 60 Grad vorgeheizt. Ja, schön. Hast du gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Wer räumt das auf? Ja. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen warten. Bis gleich. So, jetzt wird hier erstmal ganz kurz für die Schokolade alles vorbereitet. Denn da oben drauf kommt nämlich noch Mandeln und Cranberries und all erdenklicher Shit. Glitzer. Karamell. Aber nichts Gesundes, Kinder, ne? Ganz wichtig. Das sind Cranberries. Wer hat das nicht gesagt, dass ich das machen möchte? Ich hab das gesagt. Na gut, dann machen wir das. Ach so. Vegane Kekse. Ach klar, vegan ist ja immer gesund, ne? Nicht vergessen, Kinder. Ja, ja. Heiß! 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 Na? Soll ich was Lustiges über Kekse erzählen? Wohnst du noch hier? Ich wohne wieder hier. Leute, schaut mal, die Schokolade ist geschmolzen. Das heißt, wir haben jetzt offiziell selber Schokolade gemacht. Also eigentlich haben wir Schokolade geschmolzen bei 60 Grad im Backofen. In Österreich sagt man das Keks. Könntest du gleich aufhören, da im Hintergrund? Einfach ganz kurz vielleicht, ja? Aber ich dachte, wir machen Fun Facts über Kekse, Baby. Bruder, das ist das nächste Video, Fun Facts über Kekse. Das kommt morgen, okay? Jetzt hast du mir schon den wichtigsten Keks-Fakt weggenommen. Es kommt vom englischen Cakes. Gut, dass gerade jemand vor dir steht. Cakes. Mach mal auf, mal ein bisschen hier mit Karamell, ne? Gar nicht lecker hier. Boah, da würden sich meine Eltern drüber freuen, dass ich ihnen selber was zu Weihnachten gebacken habe. Hoffentlich sehen die das Video nicht. Also ne, wenn ihr noch ein Last-Minute-Geschenk braucht. Die ist dann echt schnell gemacht und da könnt ihr alle sehen, ja, ja, Mutter, ich habe selber Schokolade gemacht, ne? Das sieht nämlich auch so aus tatsächlich. Jessie? Ja? Wenn man das vegan haben möchte, was macht man da? Dann nimmt man vegane Schokolade. Dann schaut man auf deinen Blog. Schokolade, denn vegan ist ja auch gleichzeitig laktosefrei. Du musst sagen, dass man auf deinem Blog vorbeischauen soll. Ach so, ja, schaut auf meinem Blog vorbei. Denn vergesst nicht, eat tolerant. Wer jetzt nicht auf Instagram reinfolgt, ist ein Stück Scheiße. Warte mal, kennst du Salt Bay, Jessie? Klar. Hau rein. Kennst du Karamell Bake? Ja, perfekt. Ja, Leute, es sieht so geil aus. In diesem Sinne, bis gleich. So, und jetzt kühl stellen. Okay, wir haben uns überlegt, wir machen das doch mit den Obladen. Wie heißen die so? Obladen? Obladen. Obladen. Ohne die kann man es glutenfrei machen. Das genau. Stimmt. Richtig. Wenn ihr das sehen wollt, eat schaut tolerant. Gerne auf eat tolerant vorbei. Wer jetzt hier auf Instagram reinfolgt, ist ein Stück Scheiße. Boah, nee, schön machst du das aber. Das sieht ja toll aus, Jodie. Das ist ein richtig fetter Hund, Alter. Der sieht gar nicht gut aus. Dekorier die. Jodie, es wird nicht. Es wird nichts dekoriert. Ich da jetzt Erdbeere rein. Jodie, bist du mal ein bisschen toleranter zu? Eat tolerant. Wer jetzt hier auf Instagram reinfolgt, ist ein Stück Scheiße. So, Jodie, tu das mal in den Backofen rein. Du kannst doch jetzt nicht mehr das so oft dekorieren. Was ist denn mit dir? Das verbrennt doch alles im Backofen, Mann. Der hat 40.000 Grad am Nachkolben. Darf ich da so eine Erdbeere drauf? Eine. Eine einzige. Nimm mal eins. Eine einzige, mehr nicht, Fräulein. Die Erdbeere verpackt, dann ist der Keks gleich rot. Ja, geil! So, das reicht, stopp. Nee, rot ist toll. Genug Deko, hallo. Nein, du musst es hier stehen lassen. Bring das im Backofen rein, bitte. Dummheit. Dummheit, Dummheit, Dummheit. So. 10 Minuten im Backofen, guck mal. 10 Minuten im Backofen, ne? Rezept zu finden, wo? Auf? Die Tolerant. Ja, sehr gut. Aber warte, ich habe hier oben noch Trockenzwiebeln. Können wir die mit da drauf machen? Ja, wenn wir Erdbeeren reintun, können wir auch Zwiebeln. Ja, stimmt. Für Jodie ist da eh komplett rebellisch. So, okay, das ist der wunderschöne Teig ist aus dem Kühlschrank gekommen, nachdem wir Jodie ihre Maronen. Hallo, Ruhe da hinten, Niklas! Es reicht mir. Du bist Gast in Deutschland, Schnauze. Der Teig ist jetzt fertig, Leute. Wir packen ihn jetzt hier erstmal drauf und dann wird er ausgerollt. Und dann gehen wir da hin und stechen die Kekse aus. Plätzchen. Ja, das klappt ja super. Muss man da nicht Mehl dazu machen? Sollte man, ja. Ja, dann sag mir das doch vorher. Was soll das denn? Ja, wie? Du wolltest doch alleine. Ja, stimmt.
Ich würde sagen, wir stechen jetzt die Plätzchen aus. So langweilig, das müsst ihr nicht sehen. Und dann kommen wir gleich zu dem Punkt, wo die Plätze von uns wunderschön dekoriert werden. So, die Makronen sind fertig. Super Spitze. Sehen gut aus. Sehen super aus. Aua, nein! So, und Sebi und Jody sind fleißig dabei, den Teig zu verarbeiten. Mann! Jody, erst mal einen Pimmel machen, warte. Machen die das auch richtig hier? Oder gibt es Anfängerfehler? Es gibt hier keine Anfängerfehler. Die hier sehen super aus, wie man sieht. Aber jetzt, wie bei dir auf dem Instagram-Account, sind die doch noch viel besser, oder? Da sind die noch viel besser, genau. Hä, kannst du das doch nicht so machen? Warte. Das sieht so hässlich aus. Das sieht nicht hässlich aus, sieht genauso aus wie dein Penis. Der sieht doch super aus, oder? Das ist ein 1A Pipi-Mann. Ich dachte 1 zu 1 Pipi-Mann. 1 zu 1, meine ich ja. Ja. Das sieht genauso bei mir aus, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die ganzen Sachen gebacken sind. Weil Plätzchen ausstechen, das solltet ihr hinbekommen, ne? Was machst du da? Ein UFO Creators Logo. Guck mal, erkennt man das nicht? Doch. Als ob. Es ist voll satisfying, das zu sehen, wie das so abgeht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Also schaut euch das mal bitte an hier. Das ist auch ein sehr schöner geworden. So Leute, die Plätze sind soweit fertig. Also ganz ehrlich, hier sowas, Leute, ja, das musst du erstmal schaffen. Aber der größte Erfolg ist eigentlich der Boss hier, denn das ist der größte Keks der Welt. Und ich würde sagen, jetzt gibt es erstmal eine wunderschöne Zeitlapse davon zu sehen, wie wir diese Kekse gemeinsam verzieren. Und los! Freunde, das Kamera-Akku ist fast schon leer. Jody dekoriert gerade die letzten Plätzchen. Jessie, es ist jetzt an dir. E-Tolerant. Miss E-Tolerant. Es ist nun an dir. Erstmal so vom Aussehen her, ja? Das ich möchte mal ganz kurz auf diesen riesigen Keks eingehen. Auf diesen riesigen Plätzchen, was wir gerade gemacht haben. Unglaublich gut. Der ist richtig. Dann nochmal hier, ich als... Ja, der ist auch sehr schön. Das sind so ich als Plätzchen. Warte mal, das Creators-Logo hier als Plätzchen. Ja. Und natürlich nochmal hier die ganzen Babo-Plätzchen. Also das sind auf jeden Fall echt. Ja, das ist sehr, sehr klasse. Guck mal, Leute. Creators. Das ist halt Konditor. Der hier ist auch sehr, das steht, also das sind so deine Glanzteile. Das sind meine Glanzstücke, und meine sind halt so eher so Gesamtkunstwerke. Also das muss man so als großes Ganzes sehen. Hm, so was hast du dabei gefühlt? Weihnachten! I feel you. Ja, und guck hier, das auch so, wenn du das, mach mal so von oben, als wärst du so Tumblr, so. Und dann muss man sehen, dass es, wie schön das aussieht, so von oben und mit dem hier noch so, was so angebissen ist, weil man sich nicht zurückhalten konnte, irgendwer. So, also das ist so meins. So, wir wechseln mal ganz auf die Kamera, Jessie. Jetzt liegt's an dir. Probier bitte. Du musst jetzt ein Urteil geben. Okay, dann probiere ich als erstmal hier die Makrone. Mit der Erdbeere drauf, gewagtes Experiment von Jodie an dieser Stelle. Richtig lecker riecht. Mhm. Ich würde sagen, wir teilen, oder? Okay, ich glaube, die Erdbeere bricht mir gleich das Genick, weil die sieht extrem gut oben drauf aus. Ja, irgendwie schon. Also, cheers. Richtig gut. Mhm, richtig gut. Mit der Erdbeere ist auch ziemlich geil. Es hat immer so was Fruchtiges dabei. Was sagst du? Okay, ich würde dir fast diesen hier geben, denn das ist ein sehr schöner und auch gesunder Keks. Ja, Bio-Schokolade, ihr wisst. Also, ja, spuck aus einfach. Hallo. Rand. Ja, Entschuldigung. Now it's time for my cookie. Super. Also, wer hat gewonnen? Hallo, Cheating, Zeit ist vorbei. Warum? Die ist ja keiner. Wer hat gewonnen? Also, von der Kreativität würde ich sagen, hat Jody gewonnen. Was? Okay, aber? Aber, da du ja hier so ein Ergebnis geliefert hast und diesen Keks hier, würde ich sagen, geht der Gewinn eindeutig an dich heute. Oh! Damn, Leute, was geht? Wir haben gewonnen, Mann, nice. Ja, cool auf jeden Fall. Jessie, es war echt cool, dass du hier gewesen bist. Damit habt ihr euer Ergebnis, Leute. Wie gesagt, es sind keine Kekse auf Boden gefallen, das heißt, wir verlosen diesmal nichts. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Daumen nach oben da gelassen. Schaut auf jeden Fall mal bei der lieben Jessie auf Instagram vorbei, meine Freunde. @eat_tolerant. Richtig? Checkt uns auf jeden Fall mal aus, meine Freunde. Folgt ihr definitiv mal rein. Es lohnt sich, wenn ihr irgendwelche Nahrungsmittelintoleranzen habt oder einfach Bock auf leckere Rezepte habt. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Und schaut auf jeden Fall bei der lieben Jody vorbei, meine Freunde. Das war's für diesem wunderschönen Video. Ich bedanke mich. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.